Einfach ausprobieren, wenn es Ja, das blöd ist ist. gerade Ich das kann es immer noch Problem. wegmachen. Ich habe eine Sache und will die bei drei verschiedenen Sachen anwenden, aber es geht nur bei einer. Mach, wie du denkst, ist, wie lass sein. Ich und denken, da hört schon langsam auf. Also wenn ich anfange zu denken, lass mich drüber nachdenken. Siehst du, da hört es auch schon auf. Bücherregale gibt's, die kannst du doch platzieren. Sehe ich gerade so. Unter mir. Gibt auch Schwämme, kannst du so ein Waschbecken konstruieren, so einen viereckigen riesen Schwamm drauf platzieren. Da jetzt so reinpasst? Nein. War ein Riesenbild hier. Meine Güte. War gerade so. Wie mache ich jetzt das Polizeirevier? Komm, zeig es mir, du wildes Tier. Nee, komm, gucken wir mal hier hin, bei Millinery. Was haben wir da so Schönes? Machst du es Was? einen auf Gangster oder was? Ja, aha. Steinziegel. Soll ich ein paar byzantinische Steinziegel nehmen? Wir haben auch noch ganz normale Ziegel. Was haben wir hier? Oh, goldenes Ornament. Wahnsinn. Aha, ein leerer Seitenblock. Sinnvoll. Komm, probieren wir mal die aus, bevor wir noch sind, dass die ganze Zeit rumlabern. Jetzt kann man ja mal so eine schöne Erhöhung machen. Da kommt die Erhöhung. Was ist das denn? Achso, was ist das falsch? Naja, der sieht aus, ne? Der kannst du doch nicht übereinander stapeln. Was ist das denn? Achso, oder soll man die dann da drüber? Das ist ja bloß für Dächer. Ja, das ist ja doof. Wo gibt's denn die normalen Ziegel dafür? Sind das die hier? Nee. Lehmziegel. Das ist ja doof. Da gibt's richtig coole Ziegel, aber die kannst du gar nicht nehmen, weil die irgendwie so zu einem Dach übergehen. Ja, das ist tragisch. Das wird anfangen zu weinen. Habe ich jetzt aber gerade keine Lust zu. Lass es sein, ne? Genau. Man will ja die Stadt auch nicht zu bunt machen, ne? Was habe ich denn dahinter so ausgemacht? Aus denen. Ja, komm, mache ich das Polizeirevier auch daraus. Gebrannte Ziegel. Ach so. Das ist nicht. Da so. Da. So. Nach hinten. So. Dann kommt hier der Eingang so rein. Ja. So, wenn man zwei breite Eingang und da der Eingang hinkommt, dann haben wir da Eingang. Definiere mir Eingang. Du hast 3 Sekunden Zeit. Eingang. Ja. Oder Drei war das? Sekunden ist schon vorbei. Definiere mir Durchgang, du hast 10 Sekunden Zeit. Ja, Durchgang. Da geht man durch. Ja, kommt hin. Durchgang. Ja. Mit welcher Begründung? Jetzt wird schwer hoch. Was für eine Begründung, warum er da durch kann? Ja, weil da bestimmt die Tür drin ist, ne? Oder auch nicht, oder was weiß ich was.
Ach, muss ein Durchgang zwingend eine Tür beinhalten, ja? Nein, nicht zwingend. Okay. Warum ist Hauptsache, er es das gibt nicht zwingend? einen Weg rein und einen Weg raus. Und Naja. das ist eine Sackgasse. Die nächste Frage. Kommt man in eine Wurst hinein? Wenn der Darm groß genug ist. Ja, das Problem ist, ja, der kann anfangen. Alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Ja, ne? Hier, ich platziere mir wieder die große Fackel. Das könnte man denn noch so dämliches fragen? Am besten gar nichts, wa? Nicht an dir, ne? Das liegt definitiv an mir. Wenn du bedürftig bist, dann frag. Wäre es damals nicht ressourcensparender gewesen, wenn ein König und eine Königin eine Baumkrone aufgesetzt bekommen hätten? Ja, oder? Warum? Naja, wie Ja, aber auch warum? schon bei Schüssen Ist doch ja. ressourcenschonender. Ich meine, Gold ist ja schwerer zu kriegen als... Ja, hätte aber auch nicht so Wenn schön das ausgesehen, ne? gesagt, nee, hätte nicht so schön ausgesehen, wäre auch nicht so wäre gut für das den damals Hals. bei Ressourcensparen gewesen, hätte nicht ein König oder eine Königin eine Baumkrone aufgesetzt bekommen. Der Käse. Apropos Käse. Warum hat der Käse Löcher? Ich habe gewusst, dass du die Frage stellst. Ja, dann hättest du es auch schon längst beantworten können. Ich bin höflich Weil und sie lasse dich immer jemand erst zu Ende eingeschrien reden. hat. Fast. Klar, als ob sich einer die Mühe macht und extra Löcher in den Käse dreht. Ja klar. Nein, macht Nee, natürlich nee. keiner. Das ist Schwachsinn. Wenn man Bist du etwas auch nämlich wirklich? mit der Tür weggemacht, Ich gebe ist dir das einen nicht Tipp. Luft? Nein, nicht Luft. Das Wolke. Thema hatten wir gerade schon mal. Wurst, Würste. Hat eine Wurst damit zu tun. Ja. Rate. Ich mag raten nicht. Ich kann nicht so gut raten. Boah, und wo ist das Geld? Wie Geld dann? Kicken im Gefängnis eigentlich Fenster? Ja, Gitter. Ja, klar. Mal, Die brauchen ja wohl auch Sauerstoff, da oder kommt was? das Büro-Office rein. So, warte mal, hier machen wir so Zellen. Warte mal, die machen wir Aber für 1, wen 2, ist das 3, denn denn? 4. Nein, nur erklär du kleiner Klugscheißer, warum hat der Käse Löcher? Beziehungsweise warum, wie kommen da Löcher rein? Soll ich jetzt die richtige Erklärung nennen, Ja, oder? du kannst mir auch erst die falsche erzählen und dann die richtige. Mir ist egal. Das Mach wie du Problem ist, denkst. ich habe noch keine falsche. Ich bin die ganze Zeit am Überlegen. Deswegen wollte ich abwägen, so tun, als hätte ich nie irgendjemand Interessiert. angefangen. Die richtige ist natürlich durch, also meines Erachtens nach, glaube ich, zu wissen, dass es durch bakterielle Zersetzung zu tun hat. Dass durch den ganzen Herstellungsprozess die Bakterien Löcher in den Käse fressen und somit ja, die Löcher da entstehen. Man mal nachgoogeln, wenn man sich nicht ganz sicher ist. Oh, ich habe schon wieder die Tür weggemacht. Ich bin der Meine Güte. Meinung, das habe ich früher mal bei Sendung mit der Maus mitbekommen. Da haben die das, glaube Ach, ich, sowas hast du auch 3000 Mal. geguckt Ja, jetzt? ich habe alles geguckt, klar. Alles geguckt, was intelligent macht. Ja, Mit dem ja. Elefanten. Ja. Naja. Und Captain Blaubeere. Ja, irgendwie so. Was ist Ja, denn mit der Captain. Maus? Ja, die Sendung mit der Maus. So cool, Die so war cool. cool. Kommt die nicht heute noch? Ja, Wie kommen ne? die nicht Wochenende, heute noch? Sonntag? Hallo? Na, Ja. Sonntag meine ich. Naja. Kommt ja nur Also sonntags, jetzt. aber nur freitags. Ja. Hier kommt die Maus. Am besten fand ich immer mit den Sprachen am Ende, wie sie da immer geredet haben. Wie haben Sie denn gesprochen? Na, die haben doch immer die Na, Sendung erst na. auf Deutsch vorgestellt. Ja. Ach Und dann kam so. die auch in andere Sprache und da muss man mal raten, oder denn das war meinetwegen Dänisch oder keine Ahnung, was Ja, weiß du hast ich. recht, der Damals Teil, den war. ich nie verstanden habe als kleines Kind. Naja, was soll's. Eben.
können ja uns ein bisschen über die Möbius, über das Möbius-Band unterhalten. Über was? Über das Möbius-Band. Das Möbelband? Möbius, nicht das Möbelband. Möbelband. Möbelband besteht aus Möbeln, die an einem Band befestigt sind. Das ist das sogenannte Möbelband. Klar, und das Paketband besteht aus Paket, oder? Kennst du den Bandwurm? Der Bandwurm ist an einem Band dran. Deswegen ja, ist es ein Bandwurm. Klar. Der Bandwurm hat bestimmt seinen Namen, weil er so lang ist und so dünn. Und aussieht wie ein Faden. Genau. Und weil er an einem Band angebunden ist. Stell dir vor, es war ein Wurstwurm. Ein Wurstwurm. Das sind wir beim Thema. Was ist ein Wurstwurm? Wir wissen, er hat zwei Enden. Ja, ja. Also ja, ein Regenwurm, oder was? Was? Ein Regenwurm, oder was? Ein Regenwurm? Ach. Der hat auch zwei Enden. Ja, das stimmt. Weil es ist ja im Endeffekt eine Abart vom Wurstwurm. Ein Würste haben wir ja bekanntlich zwei Enden. Oh Mann, das mache ich nicht, wenn Quatsch. Ja. Das fragst du dich auch, ne? Ja. Oh, geil. Ah ne, das... Hallo! Ah, da habe ich keine Treppen für. Kann ich direkt wieder knicken. Keine halben Stufen, gar nichts. Was macht's eigentlich schön, Mann? Ja, ja, lass alles raus. Das war ein Boy, naja, nee, eigentlich nicht. Aber. Das war ein Bauer. Nee, das war kein Bäuerchen. Naja. Nee, nee. Das war ein Bäuer. Ja. Nein, das war ein kleiner Hicke. Nein, du hast gesagt, das war ein Bäuer. Ich hab mich versprochen. Ein Bäuerchen hört sich anders an. Ja. Hört sich an ein brünftiger Hirsch. Was, wenn du nur mal redest? Wenn ich ein Bäuerchen mache, dann schwer. Muss ich aufpassen, dass ich nicht anlogge, wa? Ja. Würde gefährlich werden. Ja. Was? Das kann man nicht aufheben. Ja, Schnee. Eine Säule aus Schnee. Nee. Nee. Das ist ja mies. Ja, kann man lassen. Was fertig. Was fertig. Tja, noch eins Bilder und dann bin ich fertig. Mit Bilder aufhängt zumindest. Hm. Was ist das denn? Was haben die für eine feminine Farbe, die Quarzsäulen? Oder Quarz. Wie heißen die? Verquarzte Quarzen, Quarzsäulen. Ja doch, Quarzsäulen. Siehst du? Verquarzen, Quarzen, ja. Mhm. Quarzige Quarzsäulen, quarzige Quarzen, Quarzsäulen. So mit dieser Weisheit. Heute, ne? Nein. Nein. Ja. Stimmt aber nicht. Alles sehr schön. Schön und schick. Schick in Strick. Hey! Bin ich runtergefallen. Mache ich denn das immer auf die Geschichten? Und richtig rum. Ich glaube ja. So. Ja, das sieht doch schon. Wie sieht das aus? Ich weiß es nicht. Ja, sieht gut aus. Das Fenster ist jetzt immer mega fehl am Platz. So ein Quark. Dann mache ich hier